Da ist wahrscheinlich ein Lager und hier ist auch eins. Gerbflingreiter austrainiert. Und ja, Gerbflingreiter. Ihr habt es genau gehört. Ich spüre die Kraft. Ich schweige und wieso ist da ein? Zu Befehl. Euer Befehl? Ach ja, das sind ja diese. Zu Diensten. Schwulen Typen da. Was ist zu tun? Ich habe eine Idee. Den schwulen Typen, dem man irgendwas bauen soll. Ey, hört auf, mein Dings anzugreifen. Fallen. Siegel gehisst. So, aber diese schwulen Typen werden jetzt ein bisschen Stein abbauen. Das sollte ich schon Gas sagen. Ich habe eine Idee. Die sollen mir ein bisschen Bespiegelgas abbauen. Logisch. Logisch. Ich habe eine Idee. Formation. Wie das aussieht. So, dieser Mörser hier so mit diesen Brustpanzern und so. Die haben die so auf den Rücken. Die haben hier dieses Mörser so auf den Rücken und schießen dann. Aber ja doch. So eine ganze alle Mann an Bord. Sechsfache Mörserbatterie. Formation! Siegel gehisst. Haben die so auf den Brücke. Auf dem Brücken. Haben die auf dem Rücken stehen. Siegel gesetzt. Was ist zu tun? Eine kluge Entscheidung. Ja, das fasziniert mich mal wieder. Das Geräusch von diesem Tempel. Fahren los. Aber bestimmt so Sachen, was fasziniert dich denn immer alles? Oha. Jetzt kommen die genau da an, wenn dann die Barbaren ankommen. Wobei die nicht lange überleben. Das will ich jetzt schon. Also ich meine, die Barbaren zu überleben. Gegen die Wellen. Wir fahren los. Gegen die Wellen. Was gibt's zu tun? Kluge Entscheidung. Habe ich eigentlich schon momentan gesagt, dass ich momentan eigentlich sehr am Two Worlds 2 spielen bin? Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Denn ich dachte mir so, ja, ich könnte eigentlich mal wieder spielen. Mit neuem Prozessor, neuer Grafikkarte und so. Ne, das werde ich jetzt nicht sagen, wieder was ich da habe. Das werde ich einfach in einem Video zeigen. Aber ja doch. Alles fließt. Da kommt noch. Wieso ist der Tempel gleich beschädigt? Ach ja, stimmt, den habe ich ja nicht gebaut. Dachte ich schon. Wenn ihr euch fragt, was das war, ich musste gerade gähnen. Ja, ich gähne sehr seltsam. Alle Mann an Bord! Gegen die Wellen! Das musste sein. Siegel gesetzt! Siegel gesetzt! Ja. Ich glaube. In Position! Nehme jetzt meine stärksten Einheiten mal mit. Meine besten Einheiten. Der kann da nicht mehr mit drauf. Wir halten Ausschau. Alle Mann an Bord. Da würde ich vielleicht noch ein zweites machen. No. Gleich da. Gibt's dort Essen? Gibt's dort Essen? Hoi. Wer hat gesagt, dass ich dick bin? Ich bin nicht dick.
Ich hab nur schwere, Knochen. Genau, Leute. Bin ich nicht sexy? Yeah, baby. Wie kann ich euch dienen? Nein, verdammt. Das Transportschiff ist gebaut. So weit. Gibt's dort Essen? Gibt's dort Essen? Gleich da. Bin gleich da. Also Leute, damit ihr es wisst, ich sehe so aus, bis auf vom Gesicht her. Nehmt euch ein Beispiel an ihm. Mein Spaß. Masse statt Klasse. Genau, dieses Motto vertrete ich. Hoi. Eigentlich Masse mit Klasse. Weil ich habe ja Masse mit Klasse. Wer hat gesagt, dass ich dick bin? Ich bin nicht dick. Ich habe nur schwere Knochen. Bin ich nicht sexy? Ja, yeah, baby. Wer hat gesagt, dass ich dick bin? Okay. Ja, Mörser geschultert. Ja, das Herz des Fragenden ist Zen. Ich würde gerne irgendetwas anbieten, um dir zu helfen. Aber im Zen haben wir überhaupt nichts. Zen ist nicht etwas Aufregendes, sondern Konzentration auf deine alltäglichen Verrichtungen. Alles wichtige Lehren für meine tägliche Arbeit. Irgendetwas anbieten, um dir zu helfen. Okay. Siegel gehisst. Habt ihr Kummer? Habt ihr Kummer? Habt ihr Kummer? Ich würde mal sagen, ich decke hier das mal auf. Habt ihr Kummer? Ach, ich kann da gar nicht irgendwie willkürlich irgendwas auf der Karte aufdecken. Hab ihr Kummer. Was ich der Weg ist das Ziel. Aufdecken will. Na, es gibt schon wieder so ein neues Transportschiff. Könnt ihr das Transportschiff nicht einfach zerstören? Dann tötet die wenigstens noch. Alles fließt. Siegel gehisst. Okay, das wäre so eine kleine Angriffsflotte. Wenn das Schiff untergeht, bin ich gegen am Arsch. Die Wellen. Gegen die Wellen. Wollte ich jetzt schon mal nur sagen. Siegel gesetzt. Siegel gesetzt. Siegel gesetzt. Siegel gesetzt. Gegen die Wellen. Okay, da sind Steine. Was ist zu tun? Ich werde dieses Land einnehmen. Ich fürchte, wir können diesen Strand nicht lange halten. Er gibt ein perfektes Ziel für die Barbaren ab. Wir können auf die Ressourcen nicht verzichten. Wir müssen es ihnen so schwer wie möglich machen und hier alles befestigen. Oh. Alles befestigen, okay. Tratschlauf. Aber ja doch. Bauen wir hier schon mal einen Turm hin. Und nein, ich habe jetzt keine Idee. Ihr hättet das wahrscheinlich erwartet. Da habe ich eine Idee, aber nein. Alle Mann an Bord. Heute nicht, meine Freunde. Alle Mann an Bord. Alles fließt. Ich habe nur die Idee, einfach mal alles rüberzusetzen. Wie kann ich euch was ich habe. Wäre vielleicht etwas riskant. Steigt ein. Regel gesetzt. Vielleicht auch nicht. Die Türme sind auf jeden Fall schon mal ein Zeichen, dass ich hier bin. Gleich da. Kann man den essen? Nur ein Druide. Schwergewichtig. Schwergewichtig. Zu Diensten. Zu Diensten. Zu Befehl. Zu Befehl. Wir sind ein wahres Schwergewicht. Alle Mann an Bord. Gleich kommt so die Eroberungsflotte und will angreifen. Währenddessen greife ich dann so deren also Base an. Was ich aber machen könnte. Ich höre da schon Einheiten laufen. Hört sich gut an. Was sage ich? Die Eroberungsflotte. Wenigstens oder Eroberungsstreit. Aber ja. Habe ich hier bei meinen Türmen, die ich gebaut habe.
Und das ist nur die Patrouille. Wenn es die Patrouille ist, dann glaube ich mal fress ich einen Besen. Okay, das war. Das ist die Patrouille wahrscheinlich. Könnte gut möglich sein. Jetzt wissen sie auf jeden Fall mal, dass ich da bin. Alle Mann an Bord! Aber noch nicht mal mit allen Einheiten. Die greifen immer den Asteroiden an. Ich schweige und gehorche. Wir fahren los. Der Arme. Gegen die Welt. Wir fahren los. Blitz schnell. Ja. Eine kluge Entscheidung. Wobei, ich würde sagen, wir greifen erstmal da hinten an. Blitz schnell. Und dann gehen wir nach da oben. Schwergewichtig. Wir brauchen das Schwergewicht und den Gatling-Reiter auf jeden Fall. Der Skorpion kann von mir aus da hinten bleiben. Ich will euch helfen. Den brauchen Siegel wir jetzt. Siegel gehisst. Ich das Transportschiff da hinten mal. Zu Diensten. Die werden hier ein bisschen noch Befestigung bauen. Und noch ein Steinmetz. Und der Steinmetz geht vor. Eine kluge Entscheidung. Logisch. Logisch. Okay, die haben hier kein Dings gebaut. Attacke für die Horde. Schon, damit wir werden auf jeden Fall nicht sterben. Da sind ein paar Gegner an Land gegangen. Stirbt an Gift. Mit und für die Horde. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Logisch. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Doch, da!
Oh Mann, ich greif mich selber alles an. Ich glaube, ich hätte hier doch lieber noch ein bisschen was aufbauen sollen. Aber die gehen wenigstens etwas zugrunde an dem Gift. Ich hätte doch lieber den ersten Teil da zerstören sollen. Ui. Was ist zu tun? Dort da! Ich kümmere mich darum. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Dort da! Ruhig. Oh Gott. Scheide und Gehäuse. Halt an. Nein, hör auf, meine Arbeiter zu töten. Arbeiter, wehrt euch. Euer Befehl? Soll hier eine Lehre sein? Legt euch nicht mit meinen Arbeitern an. Ah, da sind die Arbeiter jetzt auch tot. Ich stehe euch zur Verfügung. Aber ja. Okay. Durch da! Präzise! Das hört sich gut an. Könnt ihr mir das Artefakt da unten noch holen? Bei allen Schiffen, aber braucht die Schiffe? Verfolgen die Jagd nach den Plünderern. Gefährliche Fahrt, okay. Durch da! Okay, cool. Hol mal. Aber ja. Das schlaufst du dich nach da unten, du brauchst mir da noch ein Haupthaus hin. Zu Diensten. Zu Befehl. Zu Befehl. Geht einfach in dieses verdammte Schiff rein. Auch irgendeine Tiereinheit, die gut gegen Tiereinheiten ist. Oder irgendeine andere Einheit, die gut gegen andere Einheiten ist. Der Gatling-Schütze, okay. Steigt ein! Minigun, Granaten! Steigt aus! Zu Diensten. Ich schweige und gehorche. Zu Befehl. Wir gehorchen. Bogenschützin ausgebildet. Ich schweige und gehorche. Minigun geladen. Bogenschützin bereit. Befehle. Euer Befehl? Zu Befehl. So. Befehle. Bogenschützin bereit.